Keith Haring ist 1958 in Pennsylvania geboren, hat als Kind sehr früh sein Zeichentalent entdeckt und hat eben auch als Kind der ersten Fernsehgeneration viele Trickfilme angeschaut und war sehr inspiriert von den Trickfilmfiguren. Hat aus diesem Zeichentalent heraus dann nach der Schule ein Studium an einer angewandten Kunstschule begonnen und hat aber sehr schnell gemerkt, dass die Gebrauchsgrafik nicht seine Sache ist. Er wollte als freier Künstler arbeiten. Und um diese Freiheit ausleben zu können, ist er dann umgezogen 1978 nach New York und hat dort eben ein sehr viel offeneres Klima im East Village gefunden, wo er auch seine Homosexualität ausleben konnte, wo es eben sehr viel Off-Kultur und multikulturell herging, und hat an der School of Visual Art studiert und hat in dieser Beschäftigung William S. Burroughs kennengelernt. Und William S. Burroughs hat die Cut-Up-Technik eigentlich für die Literatur entwickelt und er hat es übernommen und hat mit diesen Textbildscheren Bilder in neue Sinnzusammenhänge mit Text in einer zufälligen, arrangierten Art entwickelt. In dieser Zeit an der School of Visual Arts hat er sich mit den unterschiedlichsten künstlerischen Strömungen seiner Zeit auseinandergesetzt. Insbesondere prägend war die Videokunst. Er hat dann Videos aufgenommen von seinen Zeichen- und Malperformances, wo er eben punkige Musik, seine Zeichnungen und den Raum und die Bewegung seines Körpers eigentlich zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefasst hat.